Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wieder mit meiner Freundin zusammen. Hallo. Und ihr seht es auch schon heute mal mit guter Belichtung. Ihr seht zwar, glaube ich, einen Schatten hinter uns, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so störend. Hauptsache, die Belichtung ist gut. Und diesmal kann ich auch an meinem PC schneiden, wodurch die Qualität dann auch nochmal besser wird. Und nicht nur in 720p, wie ihr das bei den anderen Videos gehabt habt. Und Leute, heute spielen wir... Wir haben uns da so eine App runtergeladen und auch ein bisschen was aus dem Internet rausgesucht. Und da werden wir jetzt mal interessante Fragen stellen. Wir haben jetzt mal mit peinlichen werden wir beginnen. Und dann gehen wir rüber zu auch mal 18 plus Fragen. Ihr könnt schon mal gerne zu Beginn des Videos einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr supporten. Und dann kommen auch weitere Videos mit meiner Freundin. Okay, also es geht halt so, dass wir gleich, ich habe noch nie Fragen vorlesen und jeder hat halt 5 Leben. Und jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, müssen wir halt einen Finger runternehmen. Und derjenige, der zuerst alle Finger unten hat, hat halt dann verloren. Let's go, erste Frage. Okay, ich habe noch nie einen Stalker gehabt. Einen Stalker? Hattest du? Ja. Willst du darüber reden oder lieber nicht? Ja, es ist schon ein paar Jahre her. So 2-3 Jahre oder so, glaube ich. Okay, lieber nicht darüber reden. Gut. Ich habe noch nie einen Traum gehabt, in dem ich als einziger nackt war. Einen Traum gehabt, in dem ich als einziger nackt war? Ich hatte bestimmt schon mal einen Traum, wo ich nackt war, aber als einziger? Keine Ahnung. Ich sag einfach mal ja, wenn man das bestimmt mal hatte. Bestimmt. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber bestimmt hatte man das mal. Ja. Ich habe noch nie Outfits getragen, für die ich mich heute schämen würde. Ja doch, ich habe mich schon irgendwann mal ranzig gekleidet, wofür ich mich auf jeden Fall schämen würde. Also wenn ja, dann einen runter, ne? Also was auch so. Auf jeden Fall, schon mal du? Ja, auf jeden Fall, so 5., 6. Klasse war Katastrophe. Ich glaube, Leute, ihr kennt es selber, wenn ihr mal ein bisschen jünger wart, dass ihr euch dann früher natürlich nicht so um euer Aussehen gekümmert habt und dann einfach irgendwas getragen habt, wenn das so ist. Lasst ein Like da oder schreibt es in die Kommentare rein. Let's go, weiter geht's. Ich habe noch nie mich gefragt, ob ich ein ernsthaftes Problem mit Alkohol habe. Ich hatte eigentlich nie ein Problem mit Alkohol. Aber natürlich, je älter man wird, desto mehr probiert man dann. Und, aber ein ernsthaftes Problem habe ich nicht, weil sonst würde ich jeden Tag... Ja gut, das dann bestimmt vielleicht mal. Aber ich hab's nicht, sagen wir mal so. Du auch? Ja, safe. Okay. Scheiße, Leute, wir beide haben ja nur noch 2 Leben. Dann müssen wir es jetzt mal zusammenreißen. Wollen wir jetzt mal 18 plus? Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt wird es aber sowas von ernst. Ich habe mich noch nie beim Oral übergeben. nee. Habe ich noch nie. Boah, das wäre schon mies eklig, wenn du jetzt ja gesagt hättest. Ja, ich weiß. Okay, Alter, heftig, Mann. Wir beide immer noch mit 2. Let's go weiter. Ich habe noch nie über ein Jahr ohne Verkehr verbracht, nachdem ich mein erstes Mal hatte. Boah, da muss man wirklich mal überlegen hier. Also nee, bei mir jetzt auf jeden Fall nichts. Da war jetzt nicht eine einjährige Pause. Bei dir auch nicht, ne, anscheinend. Nee, weil mein erstes Mal ist ja noch gar kein Jahr her. Ich habe noch nie beim Geschlechtsverkehr gegähnt. Scheiße, ich weiß es gar nicht. Doch hast du. Ja, Leute, schreibt's mal in die... Leute, schreibt's mal in die Kommentare. Was? Ernsthaft? Ja, klar. Erzähl mal ein bisschen darüber. Nee, das erzähl ich nicht. Also anscheinend habe ich gegähnt, Leute. Leute, ich hatte gerade nicht drauf geachtet. Meiner Freundin ist es anscheinend auch schon mal passiert. Deswegen nur noch beide einen Finger. Findest du sowas schlimm? Nee, es passiert halt einfach manchmal, ne? Ja, eben. Also ich finde da auch nichts Schlimmes dran. Nur halt, man kann es natürlich verstehen, wenn man es dann so irgendwie als eine Art Disrespect ansieht, weil es an einem vielleicht so langweilig ist, obwohl es einem dann nicht langweilig ist, Mann. Sondern einfach nur, wenn man müde ist oder so, whatever. Ich habe noch nie Geschlechtsverkehr mit meinem Ex gehabt. Was ist denn das für eine Frage? Guck mich nicht so an. Hä, mit Ex-Freundin? Ja. Hä? Warum ist sie dann eine Freundin, wenn man noch nie Geschlechtsverkehr hatte? So doof. Leute, ich habe erst jetzt die Frage verstanden. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel eine Ex-Freundin von mir oder ein Ex-Freund von dir halt dann auch wirklich den Status Ex hatten und dann trotzdem was miteinander gehabt haben. Nee. Also nee, sowas hatte ich nicht. Hattest du sowas schon mal? Nein. Das freut mich. Ich habe noch nie mit jemandem über meine Fantasien gesprochen. Also bei der Frage war bei beiden nein. Also ich habe noch nie mit irgendwem über meine Fantasien so richtig geredet. Eigentlich nicht. Bei dir anscheinend auch nicht.
Nee. Bei nur noch ein Leben. Und meine Freundin meinte, dass das jetzt die entscheidende Frage sein könnte. Deswegen bin ich gespannt. Ich habe noch nie Geschlechtsverkehr gehabt und dabei ferngesehen. Also wirklich darauf geachtet, dass man Fernseher guckt? Einfach nebenbei laufen gelassen. Hatte doch bestimmt jeder schon mal. Also ja, da sind wir beide raus. Gleichstand oder wie? Ja, das ist natürlich super. Spaß. Wow, hat ein bisschen wehgetan, ne? Ja, in dem Sinne, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war ein verrücktes Video. Jetzt auch intimeren Fragen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Teilt das Video an jede Person, die ihr kennt. Und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert eure Meinung zu dem Video in die Kommentare. Und vielleicht wollt ihr auch mal selber was raushauen. Ich lese mir das durch, was ihr schreibt. Und ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und folgt meiner Freundin auf Instagram. Der Link ist in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.